Sie begleiten uns, sie unterstützen uns, sie lieben uns so, wie wir sind. Katzen und Hunde sind unsere besten vierbeinigen Freunde und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Aber war das schon immer so? Was macht die Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeinern so besonders? Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen wir in diesem Video auf den Grund. Übrigens auch ein Grund mehr, unseren Kanal zu abonnieren. Schon geklickt? Dann lüften wir jetzt Hund, Katze, Mensch, das Geheimnis einer Freundschaft. Ob Sandpfote oder Fellnase, beide haben eine lange Geschichte im Zusammenleben mit uns Zweibeinern. Bei den Katzen begannen sie vor ca. 10.000 Jahren, als die Menschen mit dem Ackerbau anfingen. Erst wurden Mäuse vom Getreide angelockt und dann Wildkatzen von den Mäusen. Als die Menschen entdeckten, wie nützlich die anmutigen Räuber waren, lockten sie diese mit zusätzlichen Leckereien in ihre Kornkammern. Ich würde mal sagen, hier ging die Liebe eindeutig durch den Magen. Bei den Hunden begann die Freundschaft sogar noch früher. Bereits vor rund 30.000 Jahren kam es zu einer ersten Annäherung zwischen Wolf und Mensch. Beide merkten, dass sie auf der Jagd voneinander profitieren konnten. Nach und nach bekamen die Vierbeiner ihr warmes Plätzchen am Feuer und die Zweibeiner einen treuen Gefährten an ihrer Seite. Und wie ging's weiter? Beziehungsweise, welche Bedeutung haben Katzen und Hunde heute? Sandpfote und Fellnase haben sich im Laufe der Zeit von Nutztieren zu Haustieren entwickelt. Sie sind zu Spielkameraden und Lebensbegleitern geworden. Trotzdem haben auch heute noch viele von ihnen wichtige Aufgaben, regelrechte Berufe. Vor allem Hunde werden geschätzt als Notretter, Sportkameraden, Spürnasen, Therapeuten und vieles mehr. Schaut euch mal unser Video über Hundeberufe an, ihr werdet staunen. Und Katzen sind nicht nur zum Schmusen und in süßen Videos unverzichtbar, sondern auch in vielen sozialen Einrichtungen. Besonders auf ältere und kranke Menschen haben sie eine beruhigende, manchmal sogar heilende Wirkung. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten spannenden Frage, die für die Freundschaft eine große Bedeutung hat. Tragen Katzen und Hunde zur Gesundheit bei? Klingt seltsam, ist aber erwiesen. Eure vierbeinigen Lieblinge halten euch in vieler Hinsicht gesund. Klar, die tägliche Gassi-Runde macht fit. Aber wusstet ihr auch, dass sich ein Herzinfarktpatient besser erholt, wenn ein Hund bei ihm ist? Das zeigt eine Studie aus den USA. Dort haben sie auch erforscht, wie sich Bürohunde auf das Arbeitsklima auswirken. Ihr wisst es natürlich längst, absolut positiv. Sie reduzieren Stress und bringen Menschen in Kontakt. Deshalb haben wir in unserer Fressnapfzentrale auch rund 140 Bürohunde. Schöner kann Arbeiten kaum sein. Auch Katzen haben eine beruhigende Wirkung, die nicht nur Mediziner begeistert. Ihr Schnurren entspannt, senkt den Blutdruck und hilft beim Einschlafen. Die Vibrationen, die dabei entstehen, können sogar zur Genesung von Knochenbrüchen beitragen. Wow! Aber was ist jetzt eigentlich das Geheimnis, das sich hinter der Freundschaft zwischen Menschen und ihren Katzen oder Hunden verbirgt? Das lüften wir jetzt. Verstehen Hunde und Katzen ihre Besitzer? Oh ja! Und zwar besser, als sich viele vorstellen können. Im Laufe der Jahrtausende haben sich Hunde und Katzen so sehr auf uns eingestellt, dass sie zu echten Menschenverstehern geworden sind. Hunde sind beispielsweise wahre Meister darin, ihre Lieblingsmenschen Wünsche und Gefühle von den Augen abzulesen. Studien zeigen, dass sie unsere Gesichtsausdrücke deuten und sich in unsere Perspektive hineinversetzen können. Und Katzen? Die benutzen sogar eine eigene Sprache für uns Menschen. Ganz genau. Miauen. Das tun erwachsene Katzen ausschließlich für uns. Manche entwickeln sogar ein persönliches Erkennungsmiau für ihr Frauchen oder Herrchen. Das Geheimnis der Freundschaft zwischen Menschen und Katzen bzw. Hunden liegt also vor allem in ihrem einzigartigen Verständnis für uns. Und dafür sind und bleiben sie unsere besten Freunde. Wow und miau! Habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt, dass euch eure Fellnase oder Sandpfote perfekt versteht? Wie zeigen euch eure Lieblinge noch ihre Freundschaft? Wir freuen uns schon tierisch auf eure Kommentare. Na dann, auf die Freundschaft und bis zum nächsten Mal.